ein herzliches Willkommen hier im Swiss Hub zu dieser Veranstaltung, zu dieser kleinen Veranstaltung, oder ich würde eher sagen zu unserem informellen Kamingespräch ohne Kamin. Und zwar geht es heute um die Rolle der Kirchen, lokaler Kirchen in der Ukraine-Krise. Mein Name ist Marina Dölker, ich bin Programmbeauftragte für kirchliche Zusammenarbeit beim HECS, beim Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz. Das HECS ist eine von mehreren Hilfsorganisationen, die von der EKS, von den Evangelischen Kirchen Schweiz, mandatiert ist. Daher sind wir jetzt heute hier im Swiss Hub. Zudem habe ich hier zwei Gäste aus der Region. Das ist zum einen Bischof Sándor San Fabian von der Reformierten Kirche in Transkarpatien aus der Ukraine und dann Pfarrer Reverend Balázs Odor von der Reformierten Kirche in Ungarn. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ja, heute sind die beiden Vertreter hier, weil sie Kirchen repräsentieren, die, mit denen wir im HECS sehr eng zusammenarbeiten, seit vielen Jahren in der Region in Osteuropa. Und auch zwischen den beiden Kirchen gibt es eine sehr, sehr enge Beziehung, über die wir jetzt gleich noch mehr lernen werden. Dankeschön. Mein Name ist Sándor San Fabian. Ich komme von Ukraine, Transkarpatien. Wir sagen Unterkarpaten. Weil von wo sehen wir? Von Kiew ist Transkarpatien, von uns ist Unterkarpaten. Bin ich ab 69 Pfarrer bei Reformierter Kirche und ab 2002 bin ich als Bischofvertreter 4 Jahre gearbeitet und schon 16 Jahre bin ich Bischof in unserer Kirche. Unsere Kirche nicht zu groß, haben wir 108 Gemeinden, auch 2 ukrainischsprachige Gemeinden, alle anderen sind ungarischsprachig. Haben wir 4 Schulen und mehrere Kindergärten und eine sehr starke, große soziale Kette mit Altersheim, mit Hauskrankenpflegedienst, mit Arbeit zwischen Roma-Kinder und Erwachsenenbildung bei Roma. 80 Pfarrerinnen und Pfarrer haben wir zusammen und mehr wie 100 Kateketen tätig in unserer Kirche und natürlich im diakonischen Bereich viele Mitarbeiter haben wir. Ich habe mit meiner Frau 98 verheiratet und haben wir 5 Kinder. Heute hat unser kleiner Sohn erste Klasse gegangen. Ist Schulanfang war und ich war nicht zu Hause, aber er war zufrieden mit neuer Situation und hat meine Frau mit Marton, er heißt Marton, in Schule gegangen und ich bin froh, dass ich da sein kann und ich denke, dass wir ein gutes Gespräch können führen. Kurz, weil ich will den Fokus in der Ukraine halten. Also ich komme aus Ungarn, ich bin der Ökumene-Referent der Reformierten Kirche in Ungarn. Das heißt, meine Verantwortung sind die Beziehungen und Zusammenarbeit mit Partnerkirchen aus aller Welt, ökumenischen Organisationen, aber auch Partnerorganisationen, Hilfswerke wie HECS zum Beispiel. Und in unserer Arbeit, also wir haben auch schöne Zahlen, also wir haben etwa 600.000 Mitglieder in Ungarn und so weiter und so fort. Die besondere Beziehung zwischen unseren Kirchen ist historisch bedingt sozusagen. Wir waren einst eine Kirche und heute bilden wir eine ganz besondere Kirchengemeinschaft innerhalb der Region, also in und um Ungarn, aus der Slowakei, Rumänien, Serbien, Kroatien, aber auch Ukraine. Und das ist so eine Solidaritätsgemeinschaft von Hause aus.
und wir leben nicht von der Vergangenheit, also wir, sondern wir gucken in die Zukunft. Also wenigstens dies war unser Motto, als wir unsere Einheit symbolisch ausgesagt haben im Jahre 2009, nämlich Christus ist unsere Zukunft und wir wollen ihm zusammen folgen. Und manchmal gelingt es uns was. Vielen Dank. Und ja, du hattest es bereits angesprochen, Balázs, es gibt eine sehr besondere Beziehung, auch aufgrund der Tatsache, dass die reformierte Kirche in Transkarpatien eine ungarische Minderheitenkirche ist und daher eng mit der ungarischen Kirche in Ungarn, mit der reformierten Kirche in Ungarn verbunden ist. Ich würde gern dem Bischof noch eine Frage dazu stellen, einfach weil vielleicht ein paar unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so ganz wissen, wie die Situation der ungarischen Minderheit in Transkarpatien momentan oder schon vor dem Krieg ausgesehen hat. Ja, es ist eine ungarische Minderheitenkirche. Was bedeutet das für die Kirche und ihre Mitglieder ganz konkret? Bereits vor dem Krieg, wie war die Situation der Kirche vor Februar? Wir leben im Doppel der Minderheit, als Protestanten und als Ungarn. Darum wir haben eine sehr große Möglichkeit, ein gutes Beispiel sein, ein gutes Zeugnis zeigen, wer sind wir und was macht unsere Kirche, was denken wir über im Alltag, über Schule oder über Diakonie. Und erste, was für uns wichtig ist, ich denke, darum wir sind in Ukraine heute, dass wir ein Zeugnis können machen, was macht ein gläubiger Mensch. Nach meiner Meinung ist es die wichtigste. Es war immer schwer in Ukraine für Minderheit, weil nach dem Wende 1990 in unserem Gebiet viele Menschen, wer hat vorher in unsere Gebiete gekommen von alter Sowjetunion, haben sie angefangen mit Ungarisch lernen, die Sprache lernen, weil haben viele gedacht, auch meine Familie, dass die sowjetische Armee wird nicht nur von Deutschland rausgehen, nicht nur von Ungarn, auch von ehemaligen ungarischen Gebieten. Aber es war nicht so. 1991, wir haben plötzlich in ein neues Land erfahren, Ukraine, und ab dieser Zeit, wir wohnen dort. Wir nicht dort hingekommen, wir waren da und wir versuchen bis heute unsere Kultur, unsere Glaube behalten und ich denke, im letzten Jahre, wir haben auch noch unsere Werte geschützt, weil wir haben eigene Schulwesensystem, unsere Kirche, haben wir 17 Kindergärten, wo können Kinder Ungarisch sprechen und im Schule können sie noch Ungarisch lernen. Und versuchen wir unsere Kultur auch als einen Schatz halten. Dann wollen wir ein bisschen darüber reden, wie Sie beide ganz persönlich den 24. Februar erlebt haben, als der Beginn der russischen Invasion in die Ukraine. Vielleicht können Sie uns zuerst etwas mit hineinnehmen, wie Sie das persönlich erlebt haben und vor allem, wie die ersten Wochen nach Ausbruch des Krieges für die Kirche war und wie Sie als Kirche reagiert haben. Das ist ein sehr schweres Thema für mich, weil 24. Februar, wir haben wie immer aufgewacht. Ich war dankbar, weil wenn ich mache meine Augen auf, ich sehe unsere Kirchenturm und wir von Pfarrhaus und ich habe, ja, wenn ich auf war, ich habe Kirchenturm gesehen und ich war dankbar, dass ich lebe und ich sehe unsere Kirchenturm und ich habe zur Kaffeemaschine gegangen und gedrückt und
Fernsehen angeschaut, was passiert in der Welt, und ich war nach ein paar Minuten schon total geschwitzt. Ich muss kapieren, wir sind in Kriegssituation. Ich habe meine Frau gesagt, Judith, ist große Probleme, ist Krieg. Und wir haben nicht gewusst, was müssen wir machen, was wird. Wir haben ein paar Stunden noch zu Hause gewesen, haben wir überall angerufen bei Mitarbeitern, dass nicht in Arbeit gehen, die Schule geht nicht und Kindergarten und so weiter. Und Nachmittag hat meine Familie zusammen gesessen und haben wir Entscheidung, dass Familie muss raus von Land. Ja, war schwer. Wir haben auch nicht zusammengepackt. Frau mit drei Kindern rausgefahren. Die Grenzübergang war voll mit vielen erschreckenden Menschen, große Schlangen, viele kleine Kinder. Und wir haben so erste Tag so erlebt. Die erste Nacht war sehr schwer. Ich war allein zu Hause, großes Pfarrhaus, leere Zimmer, und ich habe überlegt, dass alles, was für Menschen für Auge haben, ist sehr wichtig. Haus, Auto, Möbel, große Fernsehen, und alles ist jetzt umsonst. Jetzt braucht kein Mensch. Und ich denke, für mich war die erste, wie heißt das, Lehre, dass ich muss andere Werte vor Auge haben. Und ich kann alles verlieren, aber die Leben, Familie, Kinder und Eltern sind mehr wichtiger wie alles, was war vor so wichtig. Und ich habe überlegt, dass wie viel Zeit ich habe für umsonst genommen und nicht für meinen Dienst, nicht für meine Familie, nicht für unsere Kinder. Und ich war ungefähr 10 Tage zu Hause allein. Es war noch Februar, war kalt, war paar Fälle waren, war Licht weg, und ich war in einer dunklen Situation, auch so und auch geistlich. Es war schwer. Vielleicht noch eine zusätzliche Frage. Zu Beginn des Krieges war es auch so, dass auch viele Mitglieder aus der Kirche Transkarpatien verlassen haben, weil es sehr unklar war, wie sich der Krieg entwickeln würde. Sie haben dann nach ein paar Wochen, ich glaube es war nach 2 oder 3 Wochen, einen sehr eindringlichen Brief auch an Ihre Pfarrerinnen und Pfarrer geschrieben. Können Sie darüber kurz ein paar Worte sagen, was Sie zu diesem Brief bewegt hat und ja, was die Situation damals war? Ich habe gesehen, wie viele Menschen zu Hause geblieben. Und ich habe gesehen, dass diese Menschen, alte Menschen und viele Kinder mit Mutter zu Hause geblieben, brauchen eine seelische, geistliche Unterstützung. Und ich habe für alle Pfarrerinnen und Pfarrer einen Brief geschrieben, dass sie zu Hause bleiben. Bis möglich bleiben sie im Pfarrhaus, machen sie Arbeit und versuchen sie Menschen ermutigen. Und ich bin sehr dankbar bis heute, alle Pfarrfamilien zu Hause, und auch Kateketen sind zu Hause, und wir können mit Menschen da sein, einfach da sein und hören und vielleicht etwas helfen, etwas Mut geben und zusammen beten. Und haben wir gut gemacht, dass wir nicht weggegangen, weil nach ein paar Tagen viele Flüchtlinge zu uns gekommen, und wir haben zusammen Gebetsstunde gemacht und
Gottesdienst, ich kann es nicht sagen, wir Gottesdienst gefeiert, weil wir haben kein Gefühl, dass wir feiern. Aber wir haben zusammen gebetet. Und es war für uns eine wertvolle Erfahrung, dass wir auch mit fremden Menschen, mit orthodoxischen Menschen, mit Ukrainern, mit Russen zusammen Gebetsstunde gehabt. Es war für uns vorher unvorstellbar, dass in eine ungarische traditionelle Kirche werden sogenannte Fremde rein und wir werden unsere Sprachgrenze überschritten und werden wir mit sie ukrainisch oder russisch reden. Also für uns war das so schockierend natürlich nicht, aber wir waren überrascht. Niemand hat damit gerechnet, grundsätzlich. Obwohl da schon Berichte in den Medien da waren. Also da sind wir auch nicht weiser gewesen. Aber wir waren natürlich schockiert. Ich persönlich war schockiert. Ich wusste, jetzt kommt eine neue Periode für mich als Ökumene-Referent, weil jetzt ich wusste, was kommt. Gott sei Dank, dass wir die Partnerschaften, die Solidarität, die geübte Solidarität jetzt auf die Probe stellen werden. Und ich wusste plötzlich auch, dass mein Leben ein bisschen sich verändert. Und ich war dankbar, dass ich wenigstens so Solidarität üben kann mit einer Kirche, die für mich immer sehr am Herzen lag. Weil gemeinsam mit unserem Partner Hex spielt dabei eine sehr, sehr wichtige, bedeutende Rolle, koordiniert sogar diese Zusammenarbeit der ökumenischen Partner seit langen Jahren. Wir waren in der Ukraine tätig und zusammengearbeitet, nicht nur, weil die Not groß war, sondern weil wir eine Kirche, eine Gemeinschaft vor Ort hatten, die für der Glaube, der durch Liebe tätig ist, Teil des Alltags war, immer schon, auch vor dem Krieg. Für die Glaube hieß auch, dass wir Liebe zeigen, dass wir uns um Behinderten, um ältere Leute, um andere kümmern, die mit uns leben. Seien die Ungarn oder ukrainisch oder Ruthenen und egal. Also das war immer vorbildhaft. Ich wusste, dass in dieser Situation, dass sie sehr herausgefordert werden. Ich wusste jetzt, und dann geschah das auch, weil alle Werk kam zu uns und wir können nur dankbar sein für die Solidarität, die wir erlebt haben seitdem. Sie haben bereits erwähnt, dass viele Flüchtlinge aus anderen Teilen des Landes nach Transkarpatien geflohen sind, weil das eine der wenigen Regionen innerhalb der Ukraine ist, für die, die es nicht wissen, die bisher noch nicht von aktiven Kriegshandlungen betroffen ist. Das heißt, viele Menschen sind in die Region gekommen, um Hilfe zu suchen. Wie hat die Kirche auf diese Herausforderung, die sie auch dargestellt hat, reagiert? Ich muss klar sagen, ich war auch sehr überrascht, weil wir haben nichts besonderes gepflegte Kontakte gehabt mit Ukraine. Weil Minderheit, wir haben Probleme mit Sprachgesetz, mit Schulgesetz und mit vielen Sachen. Aber in dieser Not, unser Volk hat Barmherzigkeit gezeigt. Schon bei Grenzübergängen, ein paar Gemeinden haben zusammengestellt und haben sie Trinkwasser gegeben, haben sie Übernachtungsmöglichkeit gegeben, weil wir waren nicht vorbereitet für diese Situation. Und unsere Gemeinden haben sehr viele Flüchtlinge eingenommen. Und auch in Institutionen, in Schulen, in Kirchen, in Kindergärten, aber auch in Privathäusern haben viele Menschen genommen und auch bis heute viele noch da sind. Und war ich ich habe nicht gedacht, dass unsere Menschen werden so barmherzig sein und so hilfsbereit sein. Wir haben im ersten Tage auch gezeigt und auch bis heute, sie sind auch tätig in dieser Arbeit.
Und im ersten zwei, drei Tage haben wir keine Hilfe gekriegt. Es war von Kühlschrank rausgenommen, von Schrank, die T-Shirt rausgenommen und Kleidung und alles. Es war nicht, war wir nicht nur ein Zwischenmittel, das wir weitergegeben. Wir haben allein geholfen. Ich bin dankbar, dass unser Volk hat nicht in dieser Prüfung gestanden und nicht durchgefallen. Ja, ich hatte das Privileg, dass ich Anfang Juli auch in Transkarpatien die Kirche besuchen durfte und auch sehen konnte, wie die Kirche auf die Situation reagiert und Hilfe leistet für Menschen, die unter der aktuellen Situation leiden, ob es jetzt Binnenvertriebene sind oder auch Menschen, die in Transkarpatien geblieben sind, alte, schwache Menschen mit Beeinträchtigungen, die nicht das Land verlassen konnten. Und ich war sehr beeindruckt von der großen Hilfsbereitschaft und wie der Bischof bereits gesagt hat, die Kirche hat verschiedene Schulen, die wurden alle umfunktioniert zu Flüchtlingsunterkünften. Jetzt wurden die Flüchtlinge in andere kirchliche Einrichtungen gebracht, damit der Unterricht an den Schulen wieder starten kann. Das kam auch mit verschiedenen Herausforderungen, ging das einher. Aber einfach um zu sagen, dass ich da wirklich ein riesiges Engagement erlebt habe von der Kirche in dieser aktuellen Situation, was mich sehr beeindruckt hat. Ich würde jetzt gerne noch von Balázs hören, wie die Kirche in Ungarn jetzt ganz konkret die Kirche in Transkarpatien unterstützt und wie ihr zusammenarbeitet über Ländergrenzen hinweg. Ja, kurz muss ich noch erwähnen, dass wir in Ungarn natürlich auch sehr bald erlebt haben, dass wir viele Flüchtlinge haben, und das hat in Ungarn auch, sagen wir, wenn man das mit dem Krieg sagen kann, positive Wirkungen gehabt, weil im öffentlichen Diskurs und in der Wahrnehmung und in der Solidarität haben wir wieder über Flüchtlinge, Geflüchteten gesprochen, und da war eine Riesenwelle der Solidarität auch in der Gesellschaft, da diese Flüchtlinge aufzunehmen und die zu helfen. Also wir mussten zur selben Zeit ein Augenmerk darauf haben, unsere limitierten Kapazitäten im Flüchtlingswerk, Flüchtlingsdienst wieder aufbauen, Integrationsarbeit auch beginnen und humanitäre Hilfe auch in der Ukraine zu leisten. Das ist für uns was ganz Besonderes. Wir haben ein Hilfswerk, welcher teilweise professionell arbeitet, aber das Eigentum, also ist, dass er auf Gemeinschaft basiert ist. Also da geben die Gemeinden, Gemeindemitglieder oder wohlwollende Leute Unterstützung, und Unterstützung wird dann gleich zu den Bedürftigen gebracht, und mit der Kirche in der Ukraine können wir wunderbar zusammenarbeiten, weil die sind wie ein Partner, die Projekte verwirklicht. Und so haben wir begonnen, und das Hilfswerk hat dann tagtäglich mit Vans, mit kleinen LKWs Hilfsgüter geliefert. Sie gehörten zu den Akteuren, die am schnellsten reagiert haben, weil sie bereits da waren. Sie setzen sich seither unermüdlich ein für die Menschen, die unter der Situation leiden. Und Sie, Bischof Sándor, Sie haben vorhin gesagt, die Rolle der Kirche ist es, Barmherzigkeit zu zeigen. Und in einem unserer vorherigen Gespräche erinnere ich mich, dass Sie auch gesagt haben, dass ein Ausdruck dieser Barmherzigkeit ist, alle Menschen als Kinder Gottes, als Menschen anzusehen, unabhängig von ihrer Nationalität, von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, von ihrer Sprache. Im letzten 30 Jahre war unsere Kirche eine zugeschlossene Kirche. Wir haben Wand gebaut, überall, dass wir unser Leben schützen können. Weil wir haben immer ein Gefühl gehabt, dass jemand möchte uns wegschieben und kaputt machen. Und wir haben feste Türen und Burgen gebaut. Schule war auch unsere Schule, war Kirche, unsere Kirche, war alles so für sich.
für uns. Und wann die ersten Flüchtlinge gekommen und war erster Sonntag. Was machen wir? Machen wir Tor auf oder machen wir Tor zu? Wir haben 2 Jahre lang Tor zu gehabt wegen Covid. Und nach einer Minute, nach anderer war Covid weg. Covid-Station im Krankenhaus zu. Und viele fremde Menschen im Dorf. Ohne Maske, nichts. Was machen wir? Und ich bin dankbar, dass wir haben nicht noch enger Türe gemacht. Wir haben alle Tore aufgemacht. Wir haben Sprachgrenze überschritten. Wir haben ukrainische und russische Lieder gesucht im Internet, dass wir können zusammen ein Lied singen. Und ich habe das erste Mal ukrainische Gebet geschrieben, dass ich kann mit Menschen zusammen beten. Und ich denke, im Ort, es war ein Beispiel für alle. Das Kirche, die Pfarrfamilie, viele Pfarrfamilien auch im Pfarrhaus Flüchtlinge genommen. Sie hat ein Beispiel gezeigt, wie müssen wir oder können wir weitergehen zusammen. Wir haben sehr viele Traktate rausgegeben, mit 10 Gebote, mit Vater Unser, ukrainisch, weil viele Menschen haben von ganz Ost gekommen, von Regionen, wo gibt keine Kirche und viele Menschen haben keine religiösen Kontakte, nichts. Es war Sowjetunion, haben sie große Betriebe gebaut und Wohnhäuser, aber war keine Kirche da. Und für sie war ganz neu eine Kirche sehen und auch nicht Gold. Es war Puritan, ganz Puritan, weiße Wände und so weiter. Und sie haben gefragt, was können wir hier machen? Nur hören und reden. Hören Wort und sagen ein Gebet. Beten zusammen. Es war die größte Tat. Und natürlich, wir haben gefragt, wer hat keine Kleidung, wer hat kein Essen, wo werden sie übernachten. Es war ein Fall, wenn ich Nein gesagt. Es war ein Auto bei Kirche, haben sie Übernachtungsmöglichkeit gesucht und ich habe gesagt Nein. Es ist schon alles voll. Und mein kleiner Sohn gefragt, warum hast du sie weggeschickt? Weil wir sind schon überall besetzt. Und er hat gesagt, im Kindergarten haben wir noch Platz. Mein Hilfsprediger hat hinten gefahren, haben sie erreicht und haben sie zurückgerufen. Und diese Familie hat mehr wie 100 Übernachtungen bei uns gewesen. Und wenn man 60 Jahre alt geworden, nur haben sie zurückgefahren nach Ost. Und wir haben gute Kontakte mit dieser Familie, welche ich möchte wegschicken. Mann war ein Techniker, hat unsere Freiwillige, wir haben eine Freiwillige Feuerwehramt und war unser Einsatzauto kaputt und er hat repariert mit unseren Freiwilligen und wir haben eine wirkliche und gute auch Freundschaft. Und es ist auch für uns heute wichtig, dass wir haben viele Freunde in ganz Ukraine. Wir haben bei unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, wie anderweitig Brücken gebaut wurden durch die Krise, nämlich zwischen den Kirchen, ökumenische Brücken. Vielleicht können Sie da noch ein paar Worte dazu sagen. In dieser Notsituation, wir haben gemerkt, dass wir sind zu schwach und zu klein, dass wir können mehr machen. Und so haben wir mit erste Mal mit ukrainischen protestantischen Kirchen, Kirchen, eine Kontakte aufgenommen und weiter auch mit griechischer katholischer Kirche. So, wer hat größere
Arbeitskraft, hat mehr Menschen, weil wir haben von West viele Hilfe gekriegt, Lebensmittel und Kleidung und Bett und alles, Rollstühle. Und wir können nicht einfach weiterfahren, wir waren zu wenig Menschen da. Und wir haben so eine Partnerschaft gebaut, dass wir fahren bis Karpaten, bis Berge, und dort überladen wir, sie fahren weiter, sie können Ukrainisch, sie können Russisch reden, unsere Menschen nicht so viel. Und wir haben auch zusammen für Flüchtlinge Kinderwochen zusammen finanziert. Und ich habe auch versucht, über Bollage und über reformierte Bundhilfe besorgen für protestantisches Seminarium bei Kiew, bei Irpen, haben dort sehr viel Schade gemacht, Krieg. Und ich denke, wir sind heute, nach 6 Monaten, wir sind stärkere Verbindung haben, wie früher wir gehabt haben. Ich würde einfach Solidarität sagen, weil Solidarität insbesondere in solchen Situationen ist lebenswichtig. Das ist schwierig vorzustellen. Ich sage ein Beispiel. Immer mehr haben mich gefragt, ist es möglich, in der Ukraine einen Besuch zu machen? Oder Partner, mit denen wir vor dem Krieg schon einen Besuch geplant haben. Und Unterkarpaten war Teil des Programmes, haben gefragt, ist es möglich? Da habe ich sehr hutsam die Frage gestellt, dem Bischof und den Kollegen, ist das möglich? Und im März waren wir schon da, ich denke, am Ende. Und wir haben langsam begonnen, diese Besuche zu ermöglichen, wie du selber da warst. Und das hat unheimlich wichtige Bedeutung, dies zu erleben. Und dann natürlich Solidarität, was greifbar ist, also Unterstützungen zu organisieren, humanitäre Hilfe zu organisieren, ermöglichen, dass diese Kirchengemeinschaft anderen hilft, das ist ja auch sehr wichtig. Aber was wir erlebt haben, ich weiß, in vielen Kirchen war das so, und nicht nur in Europa, in Kirchen wie in Japan, Korea, Taiwan, die zu uns gekommen sind, dass eine nie gesehene Solidaritätswelle da war, gleich nach dem Kriegbeginn. In manchen Kirchen haben gesagt, noch nie gab es so viele Spenden am Ende, aber die Spende ist nur ein Ausdruck der Leute, dass sie Sorge tragen für die, die von diesem Krieg betroffen sind. Also das tagtäglich zu erleben, das ist ja auch stärkend, das stärkt uns selbst in diesem schlimmen Krieg, denke ich. Sie haben vorhin erwähnt, Ihr Sohn hat heute seinen ersten Schultag. Die Schulen wurden wieder eröffnet, aber es war ein langer Weg bis dahin. Können Sie ein bisschen darüber reden, was die konkreten Herausforderungen waren und vor allem, was sie sein werden, jetzt auch im Hinblick auf den kommenden Herbst und Winter? Schule können wir nur dort öffnen, wo wir haben spezielle Schutzmöglichkeit, Bunker. Und in Ukraine war keine Pflicht, einen Bunker machen. Und jetzt im Sommerzeit müssen wir für diesen Zweck auch Keller vermieten und bauen. Wir haben ein paar Stelle gehabt, wo wir mussten einen Bunker bauen und alte, noch von vor Zweiten Weltkrieg, unser Gebiet war ungarisches Gebiet, in dieser Zeit war Pflicht Bunker und bei alten Häusern, bei alten Schulen war Bunker, aber war kaputt und nichts da und mussten wir alles vorbereiten und Sonntag werden wir Schulöffnung, Gottesdienst haben und sieht so aus heute, dass wir können
in alle vier Schulen unsere Arbeit anfangen und im paar Kindergarten nicht, weil wir haben nicht geschafft mit Bunker. Und wir hoffen, dass wir können nicht online Schule machen, wir können eine richtige Ausbildung geben, weil diese Zeit, diese zwei Jahre mit Covid und diese verlierte halbes Jahr wegen Krieg ist sehr viel für Kinder, konkret für Abiturienten ist eine Katastrophe, können sie nicht weiterlernen, studieren. Und natürlich, wir möchten ein Zukunftsbild haben, dass wir können weiter so ein halbwegs normales Leben führen. Ja, die wichtige Rolle, die die Kirche übernimmt, ganz konkret in der humanitären Hilfe, in der Unterstützung von Binnenvertriebenen innerhalb der Ukraine. Aber gleichzeitig haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass das mit einem gewissen Dilemma einhergeht, weil die Kirche im Grunde staatliche Funktionen übernimmt. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um und wie ziehen Sie auch die Regierung zur Verantwortung, ihre Verantwortung wahrzunehmen für diese Menschen, die geflohen sind? Ich kann so sagen, ich bin nicht einverstanden mit unserer Regierung. Nicht wegen Krieg, wegen dieser ganzen Ideologie, was sie noch im letzten paar Jahre gehabt. Weil in Ukraine die stärkste soziale Kette haben die Kirchen, nicht die Stadt. Und wir haben Kinderheim für behinderte Kinder, wir haben Altersheim, wir haben mit westlicher Unterstützung, zum Beispiel von Schweiz, wir haben Hauskrankenpflegedienst, aber Stadt hat keine. Und wir haben auch Feuerwehramt und versuchen Katastrophenlagern und so weiter. Wir versuchen für unsere Gemeindemitglied, für unsere Menschen, für unsere Umgebung ein sicheres Leben geben oder Möglichkeit machen, dass sie einfach da bleiben können, weil die Auswanderung Lust ist sehr groß und wenn wir haben keine Kindergarten, wenn wir haben keine Pflegeheim, wenn wir haben keine Feuerwehramt im 50 Kilometer weit die nächste Station. Die Menschen sagen, hier ist schlecht, wir werden von hier weggehen, aber es ist unsere Heimat. Und nicht nur wegen kirchlicher Eigentum, aber müssen wir uns sichern mit Feuerwehrauto, mit Katastrophengruppe, mit Schulwesen und so weiter. Und ich denke, unsere Bedeutung, was Kirche hat, wir sind glaubwürdig, weil wir haben auch Tat und wir können auch predigen. Und Menschen kommen zur Kirche und ungefähr von getauften Kindern 99% wird auch konfirmiert. Und es ist unsere Stärke, wir haben Glaube und Tat beieinander. Und das ist wichtig für uns. Darum wir sind noch eine lebendige Kirche, weil wir haben so viel Möglichkeit auch mit Menschen machen, für Menschen machen. Was sind die Pläne deiner Kirche, der ungarischen Kirche, für die kommenden Wochen und Monate? Ich glaube, der Bischof hat es jetzt nicht erwähnt, aber eine konkrete Herausforderung für die kommenden Monate, wenn jetzt der Herbst und Winter kommt, sind natürlich die Energiepreise, die auch in der Ukraine gestiegen sind, die Energieversorgung. Es ist nicht klar, ob es überhaupt ausreichend Energie geben wird. Ja, aber ganz unabhängig davon, was ist der Ausblick aus Ungarn? Ja, der Ausblick, da ist es sehr schwierig, weil wir haben natürlich sehr viel gesprochen und in den letzten Tagen sind wir sehr viel gefahren,
zusammen in den Wagen und jedoch weiß ich nicht, wie der Aussicht wirklich eine Lösung da sein kann. Wir wissen es nicht. Wir machen, was menschlich machbar ist, und das ist, wir sichern den Morgen oder vielleicht übermorgen und vertrauen auf Gott, dass er uns doch eine Zukunft vorbereitet, wo wir alle in Frieden leben können. Das ist die einzige Hoffnung. Und ganz konkret, wir müssen die Lager auffüllen. Das fällt mir ein. Mit leeren Lagern in Ungarn und in der Ukraine können wir nicht in den Wintermonate kommen. Das ist natürlich auch momentan eine Herausforderung für uns, weil die Menschen müssen geistlich, aber auch physisch genährt werden, seien es Binnenflüchtlinge, Familien, von denen du erzählt hast, die ältere Leute, seien die Kinder, also alle, die noch im Lande sind und irgendwie ein bisschen Hoffnung geben, dass da eine Zukunft geben wird, die müssen auch in dieser Weise ernährt werden, auf jeden Fall. Ja, Axel Michailova aus Dübendorf. Ich war sehr beeindruckt von der Annäherung der ukrainischen und ungarischen Volksgruppe durch diese Krise. Glauben Sie, dass auch wenn der Krieg jetzt, sagen wir mal, ohne Großkatastrophe der Ukraine vorbeigeht, sich diese Annäherung dann auch verfestigt, oder wird man dann wieder in die alten Muster zurückfallen? Ich habe große Hoffnung, dass bleibt diese verbesserte Verständnis zueinander. Ich denke, jetzt die Sprachgesetz, Schulgesetz ist sehr schlecht für uns. Aber wenn wir werden diesen Krieg überleben, ich denke, werden uns mehr akzeptieren als Minderheit und werden wir die Mehrheit auch mehr verstanden. Ich denke so. Welche Kirchen gehören genau zu dem Hilfsbündnis? Nur zwei? Welche Hilfsbündnis? Das ist die Frage. Also nur die ungarische und die reformierte oder protestantische Kirche, oder ist da noch? Genau, also es gibt kein institutionell gefestigtes Hilfsbündnis in dem Sinne. Die Kirchen in der gesamten Region arbeiten sehr eng zusammen in der Ukraine-Nothilfe. Es sind nicht nur die Kirchen aus der Ukraine und Ungarn, aber auch Rumänien. Aus Rumänien wurde ganz viel gemacht, gemeinsam mit der Kirche in Transkarpatien, in der Slowakei, Tschechien. Die tschechische Kirche kümmert sich um Flüchtlinge aus der Ukraine. Also es gibt keine institutionalisierte Hilfsbündnisse, sondern die Kirchen insgesamt in der Region arbeiten sehr eng zusammen, und das sind einfach zwei Beispiele davon. Als Vertreter vom HEX würde mich das noch interessieren. Sie haben Hilfe erhalten, auch vom HEX. Haben wir eigentlich das Richtige gebracht? Haben wir die richtige Hilfe gebracht? Oder was hätten Sie vielleicht lieber gehabt? Also wir haben ja über den Krieg überhaupt einmal gelernt, dass die Ukraine die halbe Welt ernährt. Das haben wir ja vorher gar nicht gewusst. Also Lebensmittel, was wir alles gegeben haben, was war hilfreich für Sie? Und was hätten wir vielleicht anderes tun können? Ich denke, haben Sie gut gemacht, weil wir haben Not in Lebensmitteln gehabt. Wir haben Not in Kosten gehabt bei Ernährung, bei Regie und so weiter. Ich bin dankbar, dass viele Kirchen hat richtige Hilfe gegeben und nicht Waffen gegeben. Es ist bei uns alles war nötig, weil wir waren vorher, vor Krieg, auch arm. Nicht nur etwas, es war bei uns schon vor dem Katastrophe. Und dieser Krieg hat die Schwerpunkte rübergesetzt. Und wenn wir Rollstuhl gekriegt, wenn wir ein LKW
Windel gekriegt für Erwachsene, war alles richtig. War alles richtig. Wir haben nichts so etwas bekommen, was wir können nicht weitergeben, können wir nicht nützen. Es war alles in Ordnung. Vielen Dank. Ravinder Saloja ist mein Name. Vielen Dank für die Zeugnisse, Balázs Odor und San Fabian. Mission ist ein großes Wort. Ich habe eine Frage. Würdet ihr sagen, dass das eine missionarische Situation war, weil Gott euch herausgefordert hat, dass ihr euch verwandelt in eine offene Kirche, in eine geöffnete Kirche, in eine Kirche, die ökumenischer wird und zusammenarbeitet? Ich sage ganz selbstbewusst ja. Wir haben nicht so viel ukrainisch- und russischsprachige Bibel verteilt wie jetzt. Wir haben nicht so viel Broschüren gemacht, Werbung gemacht und wie in dieser Zeit. Und nach meiner Meinung, ohne Krieg, wir haben keine Idee gehabt, unsere Kirche öffnen und ukrainische Gottesdienst in unsere ungarische Kirche halten. Es war unmöglich von unserer Seite. Und ich denke, wir sind mehr ökumenisch und wir sind mehr tolerant für andere Menschen. Wir haben eine Not gesehen und natürlich Not ist nur Not, aber Not mit Barmherzigkeit gibt gute Beispiele für Zukunft. Auch ein Zukunftsbild gibt für Völker und für Nationen und für religiöse Zusammenarbeit. Christoph Bühler aus Sigriswil. Wir haben eine Gemeindepartnerschaft mit Gönc Ruska, Ostungarn, und sammeln viel Geld immer wieder. Und die Frage stellt sich bei uns immer wieder, wie können wir helfen? Denn Güter zu Ihnen zu schicken, das ist wohl nicht so effizient, aber was brauchen Sie? Wie können wir in der Schweiz helfen? Was können wir unseren Leuten sagen, was sie brauchen? Da kommen wir manchmal etwas in einen Notstand, weil wir sind nicht bei Ihnen. Also ich kann für dich nicht die Frage beantworten. Die Not ist so groß, dass wir das kaum bewältigen können. Es gibt so viele Aspekte, nur dieser Krise, nur was wir in Ungarn und in der Ukraine sehen. Das wollen wir auch nicht uns von uns erwarten. Aber selbst Hilfsgüter sind jetzt vonnöten. Das mag überraschend sein. Wie gesagt, wir haben die Lager in Ungarn jetzt fast leer, weil alles ausgegeben. Also das ist auch willkommen, denke ich, in dieser Situation. Und wenn wir zum Beispiel die alte Generation schauen, sie haben Regiekostennot. Bei unserem Pflegedienst, wir haben immer mehr Nachfrage nach Rollstuhl, nach Krankenbett, nach Windeln und so weiter. Wir müssen so eine paar Stufen machen. Wir haben jetzt, ich bin nicht zu Hause, aber für alle Kinder, wer hat keine Vater oder Mutter in Schulen, haben wir einen Schulranz gegeben. Mit Ungarn zusammen, mit Deutschland zusammen, haben wir unsere Pfarrer haben alle ausgeschrieben, noch im August. Und heute, ich habe schon Bilder in meinem Telefon, haben viele Kinder im ersten Schultag einen Schulranz mit Kuli, mit alles, was drin muss, haben sie gekriegt. Weil Familien haben nicht so viel Geld, wenn Mutti oder Vati allein sind, dass sie alles einkaufen können. Das ist ein Schritt, wir sind schon weiter. Jetzt werden wir raussuchen, wie viele Kinder haben kein Geld für Mittagessen im Schulwesen. Schritt weiter. Wie viele Kinder in unseren Schulen haben nicht genug Geld für Kollegium?
Schritt weiter. Und gehen wir so. Und natürlich müssen wir auch unsere Bauer sehen, weil wir werden nach meiner Meinung ein Defizit haben im Lebensmittel. Wir haben eine sehr große, sehr trockene Sommer gehabt. Wir, nach Osternzeit, wir haben keinen Regen gehabt. Unsere Bauern sind fast alle in Minus gegangen, weil sie haben nichts. Wie geht weiter? Vielleicht jedes Dorf, wir haben nur vier Städte und alle andere Gemeinde ist im Dorf, im Land. Wir können alle einander, müssen wir überlegen, mit Samen können wir für Bauern helfen, dass sie kriegen 3-4 Sack Mais oder Getreide, weiß ich nicht, vielleicht. Oder versuchen wir für einen Bauern 1000 Liter Diesel kaufen und vielleicht er wird weiterarbeiten, weil wir haben sehr viel Arbeitskraft verliert, wir haben nicht genug Landwirtschaftsmaschinen, wir haben von alten Kolchos-System noch die Belarus-Traktor rausgekauft, hat, wann neu war, hat 80 PS gehabt und vielleicht heute nur 65 hat, weiß ich nicht. Und in diese trockene Boden, wie werden wir bereit machen für Herbst? Weiß ich nicht. Und mit was können wir helfen? Ich denke, wenn jemand hat zwei Krankenwagen frei in meiner Stadt, vielleicht können für uns schenken. Wenn jemand sagt, ich werde ein Bauer raussuchen und ich werde für diese Bauer etwas helfen, vielleicht mit Dünnmaterial. Eine Tonne kostet 1500 Euro bei uns. Von was werden, voriges Jahr war nur 500 Euro und jetzt 1500 und wir haben keine Einkommen. Ich denke, ich überlege immer, wenn ich habe etwas, mit wem kann ich teilen? Wenn ich habe zum Beispiel nur 500 Euro, ich werde sagen, für mich ist sehr wichtig, dass die ältesten Menschen in unserer Gemeinde haben eine Regiezuschuss. Und ich werde sagen, ab 100 Jahre zurück kriegt 50 Euro, 50 Euro, 50 Euro. Und wenn Geld ist weg, ich werde sagen, du bist jünger wie andere, darum hast du nicht gekriegt. Ich bin schon 30 Jahre in dieser Arbeit. Ich kann nicht sagen, weil bist du sympathisch, kriegst du, weil bist du nicht sympathisch, kriegst du nichts. Ich muss nach starke und feste, wie heißt das, Regelung gehen, Kriterien gehen. Und ich werde sagen, heute hat keinen Sinn, zum Beispiel zu uns 200 Kinderwagen schenken. Vielleicht bin ich nicht recht, aber hat nicht großen Sinn. Aber vielleicht gibt es mit Bauern etwas beschäftigen oder mit Klempner oder mit Feuerwehr oder mit Krankenwagen. Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr eindrucksvoll, was Sie leisten für die Menschen an Hilfe in der, im Aufnehmen und in der materiellen Unterstützung. Das ist sehr, sehr wichtig. Meine Frage ist an Sie, Herr Bischof Fabian, diskutieren Sie auch die Frage, wie es politisch weitergehen kann im Blick auf ein Ende des Krieges? Also das beschäftigt uns in Deutschland auch sehr. Und Sie, Herrn Oder, würde ich gerne fragen, Sie haben gesagt, die Aufnahmebereitschaft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine ist sehr hoch in Ungarn. Im Blick auf andere Geflüchtete sieht es ja möglicherweise anders aus. Hat das denn eine Auswirkung? Also verändert jetzt die Zusammenarbeit, das Zusammensein mit Geflüchteten aus der Ukraine auch die Haltung gegenüber Geflüchteten insgesamt? In politischer Sinne haben wir sind
zurückhaltig, weil wir sagen bei uns, jede Münze hat zwei Seiten und auch noch eine Rande. Und wir wissen nicht, warum unsere staatliche Politik geht in diese Richtung. Weil wir sind nicht, die Menschen, die Großteil von Menschen nicht einverstanden, was unsere politische Macht macht heute. Weil nur Krieg, nur Waffen, Geld. Und wir warten, wann werden sie über einen Wunsch reden, dass wir einen diplomatischen Schritt machen können. Wissen wir noch nicht wie. Ich bin nicht Politiker, ich weiß nicht. Unsere Kirche auch kann nicht in politischem Sinne etwas sagen, ja und nein, weil wir sind eine Minderheitskirche. Wir können sofort kriegen einen Schlag, weil wir sind von Orban versagt oder unter dem Wirkung sind. Darum, wir sind zu wenig Menschen. Wir sind 0,01% von Bevölkerung. Es ist wenig. Aber wir haben gemerkt, wenn die Parlament hatte eine Regelung gegen Russen gemacht, das war so wie ein Schlag zum Elefant. Und wir haben gemerkt, wie eine Mücke. Für uns ist tödlich. Sie sagen, ja, Sprachgesetz, schön. Aber für uns, wir müssen unsere Schule zumachen. Wir können in Öffentlichkeit keine unsere Sprache nutzen. Ja? Wir müssen jetzt in dieser Zeit ganz geduldig sein und sagen, es kommt eine Zeit, wann wir können nicht unter dem Wolken des Krieges reden über unsere Zukunft. Heute ist nicht diese Zeit. Dann noch zur zweiten Frage, vielleicht eine kurze Antwort. Und ja, ich versuche kurz zu sein. Das können wir hier laufend nicht besprechen. Also ich würde sagen, wir erleben das auch hier überall ein bisschen, dass wir Flüchtlinge ersten und zweiten Ranges haben einerseits. Das ist in Ungarn noch kritischer, weil wir über geflüchteten Flüchtlinge gar nicht gesprochen haben, weil da gibt es diese Entscheidung, Migration sei schlecht und wir instrumentalisieren diese Geschichte. Und wir, solange wir Probleme und Herausforderungen und Phänomene gemeinsam verstehen und lösen wollen, sondern instrumentalisieren wollen, solange wir von Ideologien befangen sind, solange werden wir solche Probleme, solche Krisen nicht lösen können, sondern neue stiften. Und du hast gesagt, die Krise hat euch besser gemacht, das habe ich auch von der Syrien, von gemeinsamen Freunden gehört. So merkwürdig das ist. Ich würde sagen, in Ungarn zum Beispiel ist die Krise noch nicht tief genug, damit wir wirklich aufwecken und ehrlich werden. Und ich hoffe, dass wir von diesen Krisen lernen. Hier gibt es auch Krise, Energiekrise, dass wir schätzen lernen, was wir haben, dass wir unser Leben, was wir haben, als Geschenk von Gott wahrnehmen oder empfangen, dass wir die ganze Wirklichkeit gemeinsam als Geschenk Gottes wahrnehmen. Und so im Lichte des Evangeliums leben und nicht das Evangelium falsch instrumentalisieren und irgendwelche christliche Identitätspolitik machen. Das ist für uns alle wichtig, egal wo wir stehen, denke ich. Ich möchte schließen mit einem Schlusswort, eigentlich einem Zitat von Ihnen. Sie haben in einem unserer vorherigen Gespräche gesagt, dass diese Krise, dieser Krieg, auch das Bewusstsein der Kirche geschärft hat, dass man in Zeiten des Friedens den Frieden erhalten und vertiefen muss, tagtäglich. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, auch für uns, für Kirchen in aller Welt. Ich danke Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Ihnen, dass ihr hier wart und wünsche uns allen noch einen schönen Nachmittag und Abend.